So, da sind wir schon wieder einmal bei dem neuen Garrosh, wer wird Kriegshäuptling Video. Nachdem der Lichtkönig tot ist, kehrt Garrosh erfolgreich von der Nordend-Expedition nach Hause zurück und wird als Held gefeiert. Alleine, als alleiniger Held gefeiert. Ohne Warrock-Saurfang, oder keine Ahnung. Ein paar Jahre danach wird Azoroth von Erdbeben erschüttert und Thrall, der die Ursprünge dafür ergründen möchte, gibt nach langem Überlegen Garrosh die Führung der Horde. Da er niemanden anderen als stark genug für diesen Posten anerkennt. Kern, der Taurenhäuptling, rät ihn, das nicht zu tun, dass es eine falsche Entscheidung ist. Und Thrall wird wütend und hat sich entschieden und lässt seinen alten Freund da stehen. Es ist das letzte Mal, dass Thrall sich mit seinem einer der ältesten seiner ältesten Freunde unterhält. Und wir haben sich gestritten, herrlich. Thrall geht in die Scherbenwelt, um sein Schamanenstudium zu beenden. Und dort verliebt er sich in Agra und sie kehren bald nach Azeroth zurück, um Todesschwinge zu besiegen und die Welt wieder zu einem besseren Ort zu machen. Jetzt, da Garrosh Kriegshäuptling ist, sieht er die größte Bedrohung nicht in Todesschwinge, also auch ziemlich stark, aber mehr sieht er die Bedrohung in der Allianz. Um Ressourcen für den Kampf zu sammeln, holzt er die Wälder von Ashenvale ab. Und baut Orgrimmar mit Saronit, also Saronit ist ja der Stoff, den die Orks ziemlich stark in Nordend abgebaut haben, und baut sie zu einer riesengroßen Festung auf. Also die Bauart von Garrosh Festung sieht stark wie die in der Höllenfeuer-Halbinsel aus, an die dunklen dämonischen Tage der Horde. Ja. Er verbannt alle anderen Völker an den Rand Orgrimmars. Kern, der das Elend nicht mehr mit ansehen kann, beschließt ihn in ein Duell zu besiegen, um selbst Kriegshäuptling zu werden. Er hat Garrosh bereits mehrmals verwundet und Garrosh hat noch nicht mal einen Schlag gelandet. Jedoch landet Garrosh einen Schlag und Kern stirbt sofort. Jedoch nicht, weil er zu schwach ist, sondern weil Magna-Runentod, ich weiß nicht genau, wie er heißt, eine wie Rivalin Kerns, Garrosh Waffe mit Blut eingeschmiert, hier genau mit Blut, nee, mit Gift eingeschmiert hat. Dieses Gift bewirkt, dass dieses Gift bewirkt, dass Kern sofort stirbt. Ja. In der nach der vollendeten Tat Garrosh feiern die Orks hemmungslos in Orgrimmar wegen Garrosh Sieg. Die Tauren sind extrem betroffen, weil sie ihren Anführer innerhalb von mindestens einer Stunde verloren haben. Und die schwarzen Tauren, ich glaube, die heißen Grimm-Totems. Kann es sein? Grimm-Totems? Ja. Die erobern Donnerfels. Ja. Bane, der Sohn Garrosh, stellt Garrosh zur Rede und bittet ihn gleichzeitig um Hilfe. Garrosh hat mit, naja, Garrosh findet es zu unehrenhaft, den Fehler einzugestehen und schickt ihm keine Hilfe. Jedoch erobern auch die Tauren alleine Donnerfels zurück. Garrosh hat mit allen an anderen Anführern der Horde Konflikte gehabt. Ein Beispiel ist die Verbannung der Trolle an den Rand von Orgrimmar. Kerns Tod, die Verachtung gegenüber Sylvanas wegen der Aufstockung ihrer Armee. Nach dieser Tat, nach Kerns Tod, kämpft er weiterhin gegen die Allianz. Im Steinkrallengebirge, also ich will es auch nicht nur sagen, dass Garrosh schlechte Taten gemacht hat, und auch sehr ehrenvoll hat er hier zum Beispiel gekämpft.
auf dem Klippenläuferposten hat er, richtete er einen unehrenhaften Anführer der Horde dafür, dass er eine kleine Mini-Atombombe auf ein unschuldiges Druidendorf geworfen hat. Er meint, dass das nicht die Ehre der Horde ist, uns Schuldige und Kinder zu töten, sondern es das Unehrenste ist, was man machen könnte. Und dass das nicht die, nicht das ist, was die Horde will. Und nicht das, was er der Horde bringen will. Ich zeige euch jetzt mal die Abwurfstelle dieser Bombe, damit ihr euch einen Einblick davon habt, was die angerichtet hat. Man sieht es von da oben, wie die Bombe einschlägt und explodiert. Und Garrosh hat es, hat den Typen getötet, der das gemacht hat. Ja. Doch obwohl er das so furchtbar fand, rastete er vollkommen aus, nachdem Todesschwinge besiegt war. Thrall kam nämlich nicht zurück. Thrall kam nicht zurück, nachdem er Todesschwinge besiegt hat. Was Garrosh wahrscheinlich dazu brachte, dass Garrosh überheblich wurde dadurch, dass Thrall nicht zurückkehrte. Die Rede ist davon, die Atombombe auf Theramore. Atombombe. Die Mana-Bombe auf Theramore. Und zwar lockte er durch einen Großangriff Theramores starke Allianztruppen nach Theramore und griff dann weiterhin an. Die Horde hatte schon ein Tor Theramores überrannt und durch den Verrat eines der Sonnenherrscher und befahl Garrosh den Rückzug seiner Truppen und ließ von einer von den Blutelfen gefertigten Bombe auf Theramore segnen. Er tat genau das, was er dem Ork zuvor verboten hatte. Und tötet damit viele Leute. Ja, ganz böse. Ich schätze, meine Einschätzung zu Garrosh ist, dass er etwas beweisen möchte. Und der Ehre seines Vaters, um der Ehre seines Vaters gerecht zu werden. Die Ehre zu zollen und zu zeigen, dass er auch zu anderen Sachen fähig ist als Depressionen, Krankheit und Scham. Ja, damit war es erstmal mit diesem Part. Ich muss erstmal den Text weiterschreiben und ich wollte einfach nur das hier herausbringen, damit mal wieder was kommt und damit man nicht zu enttäuscht ist. Bis dann. Und diskutiert schön über Garrosh. Bis dann und viel Spaß noch in der World of Warcraft. Boah, Kraft. Tschüss.